Diesen Airbrush-Aufbaukurs stelle ich euch kostenlos gegen euer Abo und ein Like zur Verfügung. In dem Aufbaukurs soll auf das Erlernte aus dem Anfängerkurs angeknüpft werden. Das erworbene Wissen soll vertieft und erweitert werden. Für diese Tutorials habe ich unterschiedliche Materialien gewählt, damit ein möglichst großes Arbeitsgebiet abgedeckt wird, was man brushen kann. Das ist zum Beispiel Karton zum Brushen eines Porträts. Kunststoff, daraus besteht ein Motorradhelm. Metall, in diesem Fall eine Tankklappe. Als Stoff kann man ein Baumwoll-T-Shirt benutzen. Für das Brushen auf Leder könnt ihr eine alte Lederjacke nehmen. Seht euch dieses Video am besten ganz an. Zum Schluss habe ich noch einige wichtige Tipps für euch. Damit ihr nicht lange suchen müsst, habe ich die Links zu den Videos in diese Beschreibung eingefügt. In der ersten Folge geht es um die Darstellung von Glas, in diesem Fall die Darstellung eines Weinglases. Zuerst wird nur das Glas gebrusht und anschließend wird der Hintergrund hinzugefügt. Danach geht es darum, ein Motiv auf einen Motorradhelm zu brushen. Zuerst brushe ich die Maske des Anonymous, anschließend die Karos einer Zielflagge und zum Schluss eine Schrift. Zum Schluss kommt die Krönung und die schwierigste Aufgabe, das Brushen eines Porträts. Ihr müsst nicht dieses Bild als Vorlage nehmen. Ihr könnt auch jede andere Person porträtieren, die euch gefällt. Als Vorlage könnt ihr ein gutes Bild aus einer Zeitschrift nehmen. Und jetzt noch einige Tipps zur Materialbeschaffung. Nicht jeder wird alle Materialien zur Verfügung haben, die erforderlich sind, um diesen Kurs durchführen zu können. Einen guten radierfähigen Malgrund bekommt ihr bei Amazon. Den Link dazu findet ihr unter der Beschreibung. Ein Motorradhelm könnt ihr eventuell günstig auf dem Flohmarkt bekommen. Oder ihr kennt jemand, der das Motorradfahren aufgegeben hat. Und bei Freunden und bei Bekannten natürlich auch nachfragen. Das gleiche empfehle ich für die Lederjacke. Ein weißes Baumwoll-T-Shirt sollte kein Problem darstellen, dieses zu besorgen. Die Tankklappe bekommt ihr für ca. 5 Euro auf dem Schrottplatz beziehungsweise bei der Autoverwertung. Diese müsst ihr aber selbst abmontieren, also Werkzeug mitnehmen oder ausleihen. Und jetzt wünsche ich euch viel Erfolg bei der Durchführung des Aufbaukurses.